So, liebe Carrera-Freunde, ich darf euch ganz herzlich begrüßen hier zum zweiten Rennabend dieses Jahr und zum siebten Lauf unseres Carrera Mercedes SLS Cups. Und Mike Lommatsch wird hier gleich mit dem SLS der Firma Fleischhut starten. Und zwar hat er sich die Pole Position hier geholt. Und ein neuer Fahrer hier in dieser Runde ist der Markus. Er startet hier mit der Startnummer 2. Das ist Carrera Original von Position 5. Und von der vierten Position startet hier gleich der Andreas mit dem Mercedes der Firma Hamburg Delmar. Und von Position 3 auch ein altbekanntes Gesicht, bereits vom Aston Martin Cup und vom Audi R8 Cup. Das wird der Jörg sein. Er startet hier gleich von Position 3 mit dem Fahrzeug der Firma Mangels und Putzig. Und auf Position 2, da steht er auch schon, Mike Plumbeck hier mit Prüfer und Herting. Ja, und die Fahrer warten jetzt hier auf die Startampel, damit das hier auch losgeht. So, wir hören da jetzt kurz rein. Und hier sehen wir es, die Fahrzeuge sind super gestartet hier in die erste Runde. Und Mike Lommatsch kann sich hier ein bisschen absetzen. Und es wurde leider versäumt, hier die Klebestreifen abzuziehen. Das wird jetzt hier mal nachgeholt. Schönen Dank hier an Axel. Sehen hier jetzt vorne, wie Mike Lommatsch wirklich Gas gibt. Dahinter dann Jörg Osterndorf mit Mangels und Putzig. Und auf Position 3 im Moment Mike Plumbeck mit Prüfer und Herting. Andreas hier ein bisschen zu schnell in der Kurve gewesen mit dem Hamburg Delmar. Und so müssen die zwei neuen Fahrer hier so ein bisschen abreißen lassen. Die drei vorne werden wohl das Rennen hier unter sich ausmachen. Der Vorsprung mittlerweile schon immens, aber wir kennen das schon von den bisherigen Läufen. Das Tanken kann nachher wirklich zum Zündlein an der Waage werden. Hier sehen wir es, die ersten Fahrzeuge fahren hier übers Teserband, übers doppelseitige Klebeband, um sich hier den entsprechenden Grip zu holen. Oh, und da ist Jörg Osterndorf und Mike Plumbeck beide in der gleichen Kurve rausgeflogen. Und jetzt ist hier was passiert, das habe ich noch nie erlebt. Wir gucken nochmal genau gleich hin. Mike Plumbeck hat hier einfach das Klebeband von der Fahrbahn gemobst. Da spielt die Bildregie nochmal das Ganze in Slow Motion ein. Zack, weg ist es. Hier vorne sehen wir es. So, und das Ganze bitte nochmal rückwärts. Da kommt Mike jetzt wieder ins Bild gefahren mit Klebeband. Jawohl, also da wurde das Klebeband nicht ordnungsgemäß auf der Bahn befestigt. So, das wird jetzt zur Chefsache. Axel macht das jetzt hier mal eben selber. Schneidet eben ein Stück doppelseitiges Klebeband ab. Es wird nochmal fest rangedrückt, damit sowas hier nicht nochmal passiert. Ja, und wir haben es gerade eben gesehen. Es gab somit einen Führungswechsel auf der Position 2. Jörg Osterndorf ist rausgeflogen. Nach ihm gleich Mike Plumbeck. Und somit hatte Mike Plumbeck die Möglichkeit, hier wieder an Jörg Osterndorf vorbeizuziehen. Also Mike Lommatsch führt. Wir sehen ihn auch da hinten noch stehend. Der wartet natürlich jetzt darauf, dass das Rennen hier weiter freigegeben wird. Denn der brennt. Der weiß jetzt auch, er hat jetzt die Chance, hier Erster zu werden in diesem Lauf. 10 Punkte einzufahren. Und die will er sich natürlich auch nicht mehr nehmen lassen. Denn er hat es natürlich gemerkt hier, dass Jörg Osterndorf hier ein bisschen Probleme hatte mit seinem SLS der Firma Mangels und Putzig und auch Mike Plumbeck. So, und jetzt gehen hier schon die ersten Stops los und Mike Lommatsch hier mit dem SLS der Firma Fleischhut ist hier in den Tankplatz reingefahren und ist zu schnell gewesen. Muss jetzt, meine ich, wieder reinfahren hier vorne, fährt auf Tankplatz 1. Ja, jetzt hat's geklappt. Da vorne der Hamburg Delmar müsste das sein. Ne, der ist auf der Bahn. Das ist schon Mike Plumbeck, der da vorne ebenfalls vor Mike Lommatsch tankt und jetzt rausfährt.
Also, Mike Plumbeck hat nicht lange gezögert, ist gleich reingefahren zum Tanken und ist hier vor Mike Lomatsch wieder rausgefahren. Aber Mike Lomatsch behält hier natürlich weiterhin die Führung, kann sich jetzt gegen die Nummer 2 hier durchsetzen, gegen Markus, lässt ihn locker stehen, überholt ihn und Andreas versucht hier an, ja, Mangels und Putzig ranzukommen, muss aber doch abreißen lassen. In den Kurven ist Jörg hier einfach der Routinier und meistert den Parcours hier wesentlich besser, aber das ist auch nicht schlimm, denn so eine Bahn hier zu beherrschen, das braucht einiges an Übung. So, und da ist der Tankstopp auch nicht optimal verlaufen bei dem Hamburg Del Mar. So, da entscheidet sich Andreas, er fährt nochmal wieder raus und versucht es dann nochmal. So, und innen, wir sehen es jetzt hier, geht Mike Plumbeck ganz locker vorbei. Jetzt kommt hier Jörg Ossendorf rein zum Tanken und auch Markus hier mit dem SLS in Carrera Originallackierung, sowie hier Andreas mit dem Hamburg Del Mar. Die drei Fahrzeuge jetzt hier zum erneuten Tankstopp in der Box, aber Jörg Ossendorf schon wieder draußen auf der Strecke und auch Markus ist fertig mit tanken, genauso wie Andreas. Also jetzt hier die Möglichkeit für Mike Plumbeck mit Prüfer und Herting reinzufahren und erneut Sprit aufzunehmen. Da hat es gerade eben hier Mike Lomatsch erwischt, er in der Kurve rausgeflogen, behält hier aber trotzdem weiterhin die Führung vor Mike Plumbeck und Jörg Ossendorf und jetzt der Führende hier zum erneuten Tankstopp auf Tankplatz 1 und ich denke mal, Mike wird gleich den ersten Tankplatz verlassen, jawohl, und fährt auf 3. So ist seine Rundenzeit entsprechend länger, denn die Zeitmessung ist also zwischen ersten und zweiten Tankplatz und desto schneller man eine Runde absolviert, desto höher ist auch der Spritverbrauch und so spart er ein bisschen Zeit und auch ein bisschen Sprit und kann jetzt länger draußen bleiben mit seinem Fahrzeug, hat voll getankt und hier ein erneuter Tankstopp hier von Mike Plumbeck. Das dürfte dann auch fast der letzte sein und jetzt ist es natürlich eine kleine Rennentscheidung vor ihm jetzt Jörg Ossendorf. Wer jetzt rausfährt, hat hier die besten Möglichkeiten, sich hier auf Platz 2 ja, zu festigen. Und das ist hier Mike Plumbeck, Jörg Ossendorf. Jetzt erst wieder im Renngeschehen drinne. Und jetzt wird es natürlich nochmal spannend, ob Jörg Ossendorf das hier packen kann. Und kann hier in den letzten Runden nochmal Mike Plumbeck angreifen. Aber das glaube ich nicht. Dazwischen jetzt hier Markus wie im Puffer. Der fährt natürlich wesentlich langsamer und Jörg Ossendorf, wir sehen es, lässt ihn eiskalt stehen hier auf der Gegengerade von Start und Ziel. Jörg Ossendorf will es natürlich nochmal wissen, aber ich denke mal, dafür reicht die Zeit hier nicht mehr, um noch weiter Gas zu geben. Und auch Mike Lomatsch wird sich hier die 10 Punkte wohl nicht mehr nehmen lassen. Der fährt hier souverän sein Rennen hier herunter. Sieht man ganz toll, nur einmal kurz rausgeflogen. Tolle Tankstops hier hingelegt, taktisch auch clever gemacht. Hat jetzt zwar hier den Prüfer und Herting im Nacken. Muss nochmal reinfahren zum Tanken, aber Mike müsste ihn jetzt praktisch komplett überholen. Und das schafft er natürlich nicht. Also Mike Lomatsch hier wirklich ganz, ganz toll, fährt hier souverän das Rennen. Der Hamburg Del Mar hier vorne mit Andreas nochmal ja, reingefahren zum letzten Tankstopp. Hat diesmal super geklappt. Ja, und das Rennen, denke ich mal, ist hier jetzt komplett gelaufen. Das war die Zieleinfahrt hier von Mike Lomatsch. Der fährt hier jetzt locker 10 Punkte ein. Zweiter wird hier Mike Plumbeck, der hier sein Fahrzeug schon ja, parken kann. Er wird jetzt weiter mit Prüfer und Herting. Der dritte Platz geht an
Jörg Osterndorf. Und der vierte Platz geht dann an Markus. Fünfter mit dem Hamburg Delmar, der jetzt ins Bild reinfährt, wird dann der Andreas. So, und mit der kleinen Sequenz nochmal von dem Dieb, der das Kreppband hier, das doppelseitige Klebeband hier von der Fahrbahn mobst, verabschiede ich mich hier. Ich hoffe, dieses kleine Video hat euch wieder gefallen. Wir sehen uns. Bis denn und bye bye.